Mein Mann und ich sind schon seit vielen Jahren, haben wir die Stadtmission unterstützt. Wir hatten dann eigentlich doch Lust, uns persönlich einzubringen. Und also wir beide arbeiten in der Ambulanz und fahren Straßenambulanz. Wir sind bisher einmal die Woche unterwegs, immer donnerstags abends. Wir werden jetzt zweimal die Woche fahren. Das ist auch sinnvoll, denn manche sind nicht immer an derselben Stelle. Und wenn man eine Woche später wiederkommt, findet man sie nicht mehr. Also für eine bessere Kontinuität, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ist zweimal die Woche schon eigentlich ein Minimum. Also speziell am Alexanderplatz gibt es immer in den Wintermonaten, eigentlich kann man sagen, fast einen festen Stamm von Wohnungslosen, die immer an derselben Stelle sind und die wir regelmäßig aufsuchen und bei denen wir auch immer versuchen, deren chronische Wunden zu behandeln. Also wo wir wirklich jedes Mal auch die Verbände wechseln und nach ihnen schauen. Bei der Straßenambulanz sind meine Aufgaben zum einen den Ärzten, Ärztinnen, die gerade dabei sind, unterstützend zur Seite zu stehen, also Verbände zu machen, sich um Wunden zu kümmern, aber auch irgendwo zu gucken, was ist gerade los an Leuten, vielleicht Sachen, die ich alleine machen kann, auch alleine zu machen, damit der Arzt, die Ärztin einfach mehr Zeit hat, sich um die Sachen zu kümmern, die ihre Aufmerksamkeit voll brauchen. Ja, man erschrickt schon manchmal, was hier bei uns nebenan, ja, es ist unsere Stadt, wir leben in dieser Stadt, in einem, die meisten von uns in Wohlstand und man macht sich immer nicht klar, dass direkt neben uns, jetzt nicht tausende Kilometer entfernt, sondern wirklich neben uns Menschen leben mit solchen medizinischen Problemen.